Call the professionals of Spook Central. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Spook Central Germany, eure deutschen Ghostbusters. Und heute haben wir eine neue Folge. Es geht sich um ein Spielzeug. Es geht sich um den Ghostbusters Afterlife Ecto 1 von Hasbro. Und ein Mitglied unserer Gruppe, der liebe Dominik, hat sich den Ecto 1 bei Amazon gegönnt. Und wir stellen ihn heute zusammen vor und erzählen so ein bisschen. Wir packen ihn aus, wir machen ein Unboxing. Wir erzählen ein bisschen, wie er uns gefällt. Der Daniel hat herausgefunden, dass es zwei verschiedene Versionen von diesem Ecto 1 gibt. Anhand einer Seriennummer kann man das halt herausfinden. Es kann sein, dass der Ecto 1 vorne an der Motorhaube leicht abgeranzt ist, so etwas gräulich verrostet. Und es kann sein, dass er halt vorne schon pechschwarz ist, so als wäre er vielleicht durch einen Vulkan gefahren. Und wir werden gleich gucken, welche Version sich der Dominik da gegönnt hat. Ich glaube, er weiß es selber noch nicht. Aber als erstes wollen wir euch auch noch sagen, dass es eine Spoilerwarnung ist. Denn jeder, der sich den Ghostbusters Afterlife Trailer noch nicht angeguckt hat und noch nichts über den Film wissen möchte, der sollte dann jetzt hier oben das X drücken und trotzdem Daumen geben und einen Daumen hoch geben, uns abonnieren und uns auch donaten mit 5,99 € im Monat. Das war noch Spaß. Ansonsten, wir erwarten jetzt unseren, was? Die Leute dürfen ruhig gerne donaten. Ja, natürlich dürft ihr gerne donaten. Wir erwarten jetzt unseren Gast, den Dominik, und sehen uns gleich dann hier zu viert wieder. Bis gleich. Hallo, we are Ghostbusters Germany. Ja, Marco, ich bin's. Ja. Hör mal, ich hab hier so einen Irren. Der will Sahne auf eine Pizza packen. Was will er machen? Sahne auf eine Pizza? Ich glaube, den müssen wir mal untersuchen. Bring ihn mit. Wir untersuchen ihn. Ja. Ja, ich bin gleich da. Ein paar Minütchen. Wie viele Minuten? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Komm mal mit. Okay. Komm! Der ist voll durch den Wind. Gießkanne! Da! Da! Ja, komm! Ja. So, wir sind zurück und der Daniel hat irgendjemanden hier aufgegabelt. Spaß beiseite. Ja, wir stellen euch heute ein Mitglied von We Are Ghostbusters Germany vor. Das ist der gute Dominik. Grüß euch, ihr geilen Säule da draußen. Ja, der Dominik kommt aus Düsseldorf, wie die meisten von uns. Kommen halt auch welche aus dem Ruhrpott, ne? Nein. Nein. Ja, wir kommen ja alle aus Nordrhein-Westfalen, das ist das Schöne, das ist das Tolle. So sieht man sich auch privat und hat auch privat ein bisschen was miteinander zu tun. Und das bindet natürlich auch für die Gruppe. Ja, der Dominik ist da. Wir machen auch natürlich noch später ein paar richtige Folgen, wo jeder sich so ein bisschen vorstellt, aber vielleicht möchtest du ein paar Worte für die Zuschauer ausrichten, wer du bist. Ja, ich bin der Dominik. Ja. Wie schon gesagt, komme aus Düsseldorf, bin 34 Jahre alt und ja, ich bin Filmliebhaber. Also Filme sind eine Leidenschaft von mir und natürlich Ghostbusters. Ja. Ja, muss ich nicht mehr verstecken, glaube ich. Deswegen, ja, ich freue mich echt hier bei der Truppe dazuzugehören und freue mich heute auf die Folge. Ja. Der Dominik hat uns bei Facebook angeschrieben, hat erzählt von sich, da war er sogar schon in New York an der Feuerwache und hat schon Dan Aykroyd persönlich getroffen, damals beim Signing im Kaufhof in Köln war das? Ja. Genau. Und hat uns angeschrieben, hat Bock, dass er mitmacht. Dann haben wir ihm geholfen, eine Uniform zu besorgen. Er hat sich alles bei gbfans.com bestellt. Und ja, wir warten eigentlich nur auf die nächsten Conventions, dass wir dann richtig starten können. Ja. Aber der Hauptgrund, warum der Dominik auch heute dabei ist, der Dominik hat sich von Ghostbusters Afterlife von Hasbro den schönen Ecto 1 gegönnt. Ich kann ihn mal hier in die Mitte halten. Ja, das ist der Ecto 1 von Hasbro. Bestellt hast du den bei Amazon? Ja, böses Amazon. Was hast du bezahlt? Möchten wir über Geld sprechen? 60 Euro ist ein guter Preis. Wir drei haben den beim Düsseldorfer Shop Steinedorf bestellt, aber er ist wie bei vielen anderen Actionfiguren
Verkäufern, Action 24, Toy Palace, Space Figuren, ist er leider aktuell nicht verfügbar und wir warten halt auch noch. Amazon hat ihn, der Daniel hat aber etwas herausgefunden, denn es gibt wahrscheinlich, es gibt offiziell zwei Versionen von dem guten Ecto. Anhand der Motorhaube kann man das sehen. Mhm. Es gibt einmal eine Motorhaube, die ist halt, wie man hier auf dem Rückbild sehen kann, ganz leicht verrostet. Und dann gibt es eine Version, die ist sehr, sehr schwarz und das findest du nicht so schön auch. Ne? Also das sieht, ich finde es aber auch nicht so besonders schön. Für die ganzen Modellbauer unter uns, die können das natürlich mit ein bisschen Paintarbeit auf jeden Fall verschönern. Wir hoffen natürlich, dass es natürlich nicht die schwarze Version. Ja. Das können wir aber jetzt schon rausfinden. Ja. Anhand ja. der Seriennummer. Wo ja. ist die okay. Seriennummer? Ist das hier die? Warte, wir schauen mal. Nee, die müsste. Nee, das ist eine Nummer von irgendjemandem. Hier drauf sein. Oh. Was? Dort unten. Ja. Und das ist eine 02901. Das müsste ja. eine schwarze Motorhaube sein. Ja, wenn das die schwarze Motorhaube ist, geht der direkt zurück nach Amazon. Ja, ja. Geht mal gar nicht. Nee, wir werden das jetzt zusammen auspacken. Leider haben wir jetzt hier kein Messer, da hätten wir vorher dran denken. Hat sich irgendeiner die Fingernägel vielleicht nicht geschnitten oder so? Oder sind leider sehr gepflegt. Dann gibst du mir vielleicht von der Dose den, oh yeah, ja, improvisieren. Ja, wir wollen auch auf jeden Fall, bevor wir das schöne Teil hier auspacken, nochmal vielen lieben Dank an Dominik sagen, ja. der das zur Verfügung gestellt hat. Möchten Sie etwas trinken? Möchte ich? Ja, nehmen Sie etwas. Ja, nehmen Sie etwas. Ja, und auf jeden Fall nochmal eine Spoilerwarnung. Wer den Afterlife-Film sehen möchte und vorher keinen Trailer anschauen möchte, sollte jetzt vielleicht wegklicken oder ein bisschen vorspulen, aber uns trotzdem natürlich einen Daumen hoch geben, kommentieren, abonnieren, donaten und uns schöne Bilder schicken. Ja, auf vor allen Dingen Spoiler auch nicht nur trailermäßig, sondern auch filmmäßig. Genau, da ist nämlich noch was versteckt, was ja. man im Trailer noch nicht gesehen hat. Genau. Außer wenn man vielleicht etwas gekauft hat. Richtig. Genau. Ihr solltet aber auch auf jeden Fall den Dominik bei Instagram folgen. Und auch der Dominik hat einen eigenen YouTube-Kanal, da macht er auch ab und zu Vorstellungen. Er hat auch schon mit Synchronsprechern das ein oder andere Interview geführt. Und er hat auch von Ghostbusters, von Hasbro, die Neutrino-Wand gekauft und vorgestellt in seiner wunderschönen amerikanischen Küche. Jetzt packen wir das zusammen aus. Mhm. Soll ich das machen, möchtest du das machen? Bitte machen Sie, machen Sie. Gut, dann mache ich das mal auf. Ich schaffe das nicht, Daniel, mach du das. Der Mann ist nervös. Ja, wäre ich auch. Das ist übrigens das der Ecto 1. Hallo. Na? Hinter der Kamera ist heute Konstantin Schneider. Hallo Konstantin. Hallo. Ja. Konti. Nein, Dr. Schneider. Genau. Dr. Schneider. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also, wäre uns eine Schere oder sowas mal... Aber nur eine, die auch im Film verwendet wurde. Genau. Ja, wir packen jetzt den Ecto 1 zusammen aus. Zusammen. Ich spüre schon Pappe. Vibes. Ich spüre Vibes hier. Also. Ich spüre ich kann ja mal, ich kann das Glas ja mal wegstellen. Dann sieht man auch ein bisschen mehr. Kannst du das mal nehmen, Vince? Ja. Aber nicht davon probieren, ne? Nee, nicht. So, das ist auf jeden Fall der Karton. Da ist jetzt leider nichts mehr. Doch, da ist was drin. Eine Gebrauchsanweisung auf verschiedenen Sprachen, wo die Sachen eh nicht auftauchen in den Ländern oder wahrscheinlich keiner mehr liest. Kann ich ja schon mal rübergeben. Mhm. Also hinten, kannst du ja nochmal erzählen, was ist alles hinten drauf? Hinten drauf ist halt ja, der Ecto 1. So, dann das Innenleben. Ja, warte mal. Die, ja, wie nennt man das jetzt? Schleudersitz? Ja, den Gunner Seats. Gunner den Gunner Sitz. Ja, und jetzt halt der große Spoiler, die Falle auf Rädern. Die Falle auf Rädern ist auf jeden Fall dabei. Ja, also wir... Der Ecto wird so geliefert, es ist alles schön fest. Mit, wir hätten doch eine Schere gebrauchen können. Ja. Machen wir Stopp. Wir machen kurz einen Stopp, kommen gleich wieder, brauchen eine Schere. Genau. Schnimmidi Schnapp, hier sind wir. Schnappi hat uns gesponsert. Hier ist eine Schere. Ja, der Ecto 1 von Dominik. Als erstes, was hier so lose rumliegt, ist auf jeden Fall ein Tütchen. Und in dem Tütchen sieht man so ein bisschen Kleinzeug für den Dachaufbau. Und man sieht eine Spoilerwarnung. Man sieht eine Ghostbusters Ghost Trap oder auch Geisterfalle auf Rädern. Also wird es definitiv, wie wir schon vorher schon besprochen haben, wird es eine fahrbare Ghostbusters Falle geben. Was genau zu sehen sein wird, wie es passiert, ob man damit Geister hinterher jagt,
auf Schnelligkeit oder man versucht, einen Geist durch einen kleinen Tunnel oder so, wie du das meintest, zu verfolgen. Das werden wir dann im Film wahrscheinlich sehen, wenn kein Trailer noch vorher rauskommt. Also das ist das Tütchen, das werden wir gleich öffnen. Dann packe ich jetzt hier als nächstes das Dach auf. Das ist das schöne Dach. Ich kann das mal kurz ein bisschen näher dran halten. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich muss sagen, was ich so auf dem ersten Anblick sehe, die haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr detailliert. Ja. Ne? Also das sind wirklich, die Tanks sind wirklich gut bemalt. Das ist jetzt nicht einfach nur grau. Ne? Das ist, und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass das Außenrohr, das längliche, ist bei manchen Versionen ist das gelb, aber es ist halt im Film ist es halt auch grün. Und das sieht echt sehr gut aus. Ich kann euch das auch mal weitergeben. Also ich finde, die haben das sehr, da hat Hasbro wirklich gute Arbeit gemacht. Ich mache derzeit mal hier weiter. Und es ist auch kein knalliges Grün, das ist ein bisschen ausgeblichen genau. Über die Jahre. Genau. Ist auch echt, wenn man so drüber geht, auch echt wirklich gut verarbeitet. Ne? Also ja, das sieht, also ich finde, der sieht sehr detailliert aus, auf jeden Fall. Deshalb habe ich mir auch zwei vorbestellt. Tja, kommst du auch aus Düsseldorf, du Snob, ne? Ja. Ja, wir drehen gerade auch von unserem neuen Studio auf der Königsallee. Ja. Ja, mindestens. Hinter der Kamera steht der Eggboy. Ja. So. Ivan Reitman sitzt in der Regie. Richtig. Ja, das ist halt auch jetzt das Dach. Und, ja, nichts mehr das dran, ne? Können wir den Dominik rüber, hast du da? Oder so? Ja, toll. Hm? Auf ein paar Hundewelpen geworfen. Nein. So. Wir haben jetzt hier den Ecto 1 freigeschnitten. Ich mache mal hier so ein paar Reste noch ab. Ja, hier haben wir den Ghostbusters Kenner. Kenner. Oh, Kenner oder Hasbro. Hier haben wir den Ghostbusters Hasbro Ecto 1 aus dem Afterlife Movie. Er ist, wie man sieht, vorne etwas dunkler. Es ist dann halt die dunkle Version. Es geht wohl was heller. Ich muss sagen, auf manchen Bildern. Ich weiß nicht, ob es eine dritte Version gibt, aber ich finde, der ist gar nicht so schwarz. Also ich finde es noch okay. Ja, es ist aber... Wenn es man, ist schon heftig, es ne? Es ist schon heftig. Also wenn, ja. Man, wenn man das mit dem Karton vergleicht, mit der Kartonage, wo das Bild abgebildet ist, ist es halt relativ ja. Wie sieht er denn im Film jetzt aus? Also, hat man ja im Trailer gesehen. Er ist vorne auf jeden Fall nicht so pechschwarz. Okay. So weit, was ich gesehen habe. Ich muss aber auch wirklich sagen, Hut ab Hasbro. Ja. Ich finde den Painting-Job mega. Ja. Der ganze Ecto 1, wenn man drüber fühlt, hat eine raue Oberfläche, so leicht sandig, so, ne, als würde er da wirklich da rumdüsen, auch ist er ja. Es fühlt sich alles sehr rau an, abgeranzt. Ich finde, die Türen sind auch sehr rostig gemacht. Mhm. Also die Türen sind sehr rostig gemacht, die der Painting-Job. Die sehen auch aus, wirklich schief und schräg. Ja. Und, das No-Ghost-Logo hat ein paar Kratzer, Macken. Ist sich am Ablösen, also der Wagen ist in die Jahre gekommen, genau wie die Schauspieler. Von hinten auch. Das Einzige, was mir jetzt wirklich direkt auffällt, halte ich mal die Kamera, ist, dass das Kennzeichen nicht wie im Film wahrscheinlich abgeranzt ist. Es ist halt, es sieht ziemlich neu aus. Mhm. Das Kennzeichen sieht noch ziemlich neu aus. Ansonsten sieht der Ecto 1 von der Verarbeitung, von der Größe eigentlich super aus. Ich wollte eigentlich noch meine Figuren von Hasbro mitbringen, denn ich gebe direkt mal einen Negativpunkt an Hasbro weiter. Wir haben jahrelang uns gefreut auf eine Ghostbusters Toyline, wo man auch mal Figuren mit rein tun kann. Na, es gab halt die Kenner-Sachen und die Extreme Ghostbusters Sachen. Danach kam halt nicht mehr viel, außer vom Blitzplay, aber da musste sehr tief in die Tasche greifen. Und die aktuellen Hasbro-Figuren, die gibt es, die zu diesem Ecto 1 eigentlich zusammen rauskommen sollten, die passen leider nicht dazu. Die sind ungefähr so ein Stück größer. Aber im Ganzen, ich muss sagen, ich finde den Ecto 1, wie der aussieht, super. Also aber weißt du, was mir jetzt mal gerade so ein bisschen auffällt? Ich meine, vielleicht kann ich mich da auch irren. Aber wenn du mal die Heckpartie von dem Ecto 1 siehst, hier hinten, ich finde, das sieht ein bisschen kantiger aus, kommt mir dazu vor. Nicht mehr so, du weißt ja selber, der Ecto 1 ist ja relativ schön geschwungen, ja. Schön schnittig, ne? Der sieht mir so ein bisschen kantig aus. Ich glaube, wenn wir den gleich mal zusammenbauen, dann kann man das vielleicht sieht es dann anders aus. Es, ne? Ja, es wirkt immer kantig, weil der Aufbau jetzt noch fehlt. Ja, genau, und das könnte sein. Ja, auf jeden Fall ist es der Ecto 1. Man sieht auch keine, viele fragen sich, warum ist es nicht der Ecto 1A? Man sieht hier gar nichts vom Ecto 1A mehr übrig. Was mir nicht so gefällt, ist halt, dass diese Lampen hier vorne, die sind halt silber gemacht, aber die sehen halt wirklich sehr nach Plastik aus. Also das finde ich nicht so schön. Hätte man vielleicht
trotzdem durch Metall lösen können, wie bei Hot Wheels das gemacht hat. Ja, ich kann ihn mal dem Besitzer geben. Ich schaue ihn dir mal an. In der Zeit baue ich mal ein bisschen das Dach zusammen. Türen lassen sich öffnen. Ja, sehr cool. Mhm. Ich baue hier ein bisschen das Dach zusammen. Was ist mit der Heckklappe? Oh, ja, das ist sehr cool. Heckklappe lässt sich öffnen. Sehr gut. Hat ja auch eine wichtige Bewandtnis, denn ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Denn es gibt ja ein neues, ja, wie sagt man? Ein Gunner-Seat. Ein Gunner-Seat. Genau. Sieht man das jetzt? Ja. Ach, sogar mit Proton Pack. Sogar mit so ja, Teilen. Ist also ja sogar dran, hier. Ja, aber siehst du, haben die dran gemacht. Ja, die haben Proton Pack hinten an den an das Ding gemacht, genau. Ja, ich habe das Dach soweit zusammen. Man musste halt vorne oben die beiden Teile draufstecken und den blauen Schlauch hier in zwei kleine Löcher packen. Ansonsten, ja. Hier haben wir halt noch die Leiter. Und dann, wie ich das eben schon erwähnt habe, das hier sind die Antennenteile und auch noch ein Dachteil. Ich finde das halt nicht so schön gelöst. Also ich finde, das sieht sehr, sehr, auch wenn es silbermetallisch gehalten ist, es sieht halt sehr, sehr nach Plastik leider aus. Kann man aber auch selber nochmal lackieren, würde ich sagen. Guck mal im Inneren, oder siehst du, dass die jetzt durch ein Draht ersetzen. Extra für die Falle das eingebaut haben. Ja. Hinten im Kofferraum hinten, da siehst du richtig, dass die Vertiefung, ne? Genau, genau. Fragt man sich jetzt allerdings, wie haben sie das gelöst? Damals hatten sie ja diese Krankenbarre, worauf die Proton-Packs angebracht waren. Mhm. Ob da noch genug Platz dann für die Packs selber ist, ne? Ja, hier ist die Falle auf Rädern dazu. Die jetzt extra dafür hinten im Kofferraum, eine eigene Fläche hat. Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall... Ja, dann komm her, steck die mal drauf. Ich sehe aber gerade, nee, beim Lego Ecto kann die selber rausfahren. Genau, die geht durch die Bodenklappe quasi, fällt sie dann raus oder fährt sie raus. Also das mit der Tür ist auf jeden Fall super gelöst. Man sieht hier ein Proton Pack. Wir machen nachher auch nochmal eine Detailaufnahme mit dem Dominik. Also ich finde auch, wie innen drin diese Mechanik verbaut ist, ne? Diese mit diesen, ja, wie nennt man das? Auf jeden Fall ist das sehr cool gemacht. Da hat man ja die wildesten Gerüchte gehört. So ein Scharniersystem, ne? So, genau. Dass man da irgendwie mit einem Gummiband arbeiten muss. Und ja, doch, habe ich gelesen. Okay. Alles, ne? Und da dachte ich mir auch schon so, was? Kann doch nicht sein. Ey, macht doch jetzt nicht so ein... Und für den Ghostbusters-Scanner ist natürlich die Leiter auf der anderen Seite, hat aber auch Sinn. Denn es ist wegen dem... Ja, ich nenne die jetzt einfach Schleudersitz. Ja. Genau. Ne? Die Leiter ist jetzt auf der anderen Seite. Die ist jetzt auf dieser Seite. So, und jetzt kann man das eigentlich... Wie schiebt man das rein? Ah, so? Okay. Hat man jetzt nicht gesehen. Also man kann das ganz normal vorne rein und rausziehen und den auch drehen, den Sitz, sodass du dann halt rausguckst oder dass du halt wieder ganz normal von hinten sitzt. Die Tür kann man ganz normal schließen. Die ist so ein bisschen elastisch. So, dann kommt hier auf jeden Fall noch, ich gucke gerade, wo was noch hinkommt. An der Seite. Ja, hier kommt noch was hin. Ich baue den mal gerade hier ein bisschen zusammen. Einmal zack, genau. Und das kommt oben in das Schwarze. Ich bin so ein bisschen motorisch. Es tut mir leid. Jetzt geh rein, du. Das Runde kommt ins Eckige. Genau. Ja. So, auch drin. So, jetzt haben wir noch Antennen. Kommt vorne eine rein. Die hält nicht. Was hat die vielleicht die? Die war ja auch immer damals so hier so drin, ne? Mhm. Bei dem Film. Aber ich glaube, das ist die gar nicht. Nee, die müsste die längere. Das müsste die hier sein. Die muss einen Klack machen. Ah. So, dann haben wir die Antenne hier an der Seite drin. Und hinten das. Muss da auch noch eine hinmachen. Und, ja, und hinten kommt noch eine dran. Also die ist hinten an der Seite. Wir sind halt keine professionellen Unboxer. Wir machen das einfach so aus Lust und Laune und wie wir Bock haben. Die tue ich mal jetzt hier rein. Ah, der will noch nicht. Ja, warten Sie mal. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 4 Stunden. So. So, jetzt haben wir alles drin an Kabeln und ich finde den Ecto 1 jetzt gar nicht mehr so eckig. Nee, ich würde. Guckt ihn euch mal an. Also ich finde, das ist ein wunderschöner Ecto. Für den Preis, ja, sorry. Ich würde jetzt auch eigentlich einfach mal behaupten, dass extra das wirklich nur für Sammler ist, für Modellsammler und dass man vielleicht so den
Figuren, dass da vielleicht nochmal ein Ecto 1 kommt. Ich würde eher sagen, da kommt eine kleinere Figuren-Serie raus. Ich könnte, so. Also ich würde mich freuen, wenn Hot Wheels auch mal den rausbringt, den so einen abgeranzten. Also ich muss, ja, ich finde auf jeden Fall, der kann, der Hot Wheels Elite Ecto 1, den haben wir auch hier, machen wir auch noch gleich einen Vergleich. Der ist halt aus Metall und auch hochwertig. Aber ich finde den auch von den Details mega hübsch. Der ist wirklich sehr schön gemacht. Jetzt geht er rein oder ich mach dich kaputt. So. Der will dein Ecto kaputt machen. So. Ja, das hier ist hauen und also ich finde den wunderschön. Ja. Muss ich sagen, ich finde den super. Ich finde nur den grauen Knopf auf der anderen Seite nicht schön. Dieses Tapeband oder was, das sieht ja nicht so toll aus, ne? Also diese Oberfläche ist so ein bisschen angedacht an verwitterten Lack, ne? Der ist ja auch nicht mehr glatt wie bei einem Neuwagen, sondern halt ja, recht rau. Was mir persönlich jetzt ein bisschen fehlt, sind die getönten Scheiben. Stimmt, die waren ja, ne, oben unten getönt, ja. Mitte frei. Das fehlt mir so ein bisschen, könnte man jetzt aber, wenn man sagt... Wenn man zum Autolackierer geht, machen die das. Ja, für ein paar hundert Euro. Ja, auch folieren neu. Genau. Ja, also das fehlt mir so ein bisschen. Wenn man aber ein bisschen handwerklich geschickt ist, dann kann man sowas ja selber nachpainten. Ja. Ne? Genau. Auch die Antennen vielleicht durch ein Draht ersetzen oder was. Ja, oder besprühen irgendwie, ja, im Baumarkt ein bisschen Lack holen. Oder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für... Sterling-Silber. Ja, für versilbern, das ist klar. Ne? Für rund 60 Euro. Super. Schönes Modell, sehr detailreich und die Funktion kann man sich gönnen. Also ganz klare Kaufempfehlung. Ja. Wenn man den Preis jetzt mal vergleicht zu dem, was Hot Wheels kosten, ne, die Dinger, ja, gönnt euch. Ja, wie gesagt, also von unten ist halt nichts Spektakuläres. Spektogeiles, ja. Die Reifen sind auch noch ganz cool, alles abgeranzt. Ja, ich habe es eben erwähnt schon, an der Seite ist halt hier, wo der Gunner-Sitz ist, ist so ein graues Tapeband oder so ein graues Teil. Das finde ich nicht so schön, da ist halt kein Türgriff. Ansonsten finde ich den sehr schön. Ich gebe den mal meinen Ghostbusters-Kollegen Marco Stuppi aus Neuss weiter. Ja, danke schön. Jetzt wurde mal langsam Zeit. Eine? Oh, gut. Ja. Können wir uns ein paar Brote schmieren? Ja, klar. Sag, was du dazu denkst. Ja. Du bist nicht so ganz zufrieden. Doch, auf jeden Fall. Doch. Versteht mich nicht falsch. Das ist echt ein sehr, 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 sehr schönes Modell vom Ecto 1. Prost. Danke. Prostat. Wir sind authentisch. Genau, wir sind authentisch. Daniel, hast du mal Zigaretten für mich? ich gebe auf jeden Fall dem Pascal hier recht mit den Lampen, wie auch immer man das nennt. Es ist halt wirklich sehr Standard-Grau-Plastik. Ja, ja. Ne? Also, die Antennen gefallen mir nicht und vorne die Lampen, die gefallen mir. Ansonsten gefällt mir eigentlich soweit alles. Ja. Was irgendwie ein bisschen schade ist, ich meine, gut, da bin ich jetzt vielleicht auch etwas verwöhnt, aber cool wäre gewesen, wie bei Playmobil mit Licht. Ja. Das wäre schon mega, mega nice auf jeden Fall. Ja. Ne, ich sag mal, die Technik ist da und das wäre schon cool. Das wäre cool, aber ich glaube dann. Ja, aber das ist halt das, was wir. Dann wären wir preislich, glaube ich, auch nicht bei 60 Euro gelandet. Nee, dann wären wir vielleicht bei 62,99 oder so. Ich glaube, das Modell ist einfach an die breite Masse angelehnt, die jetzt sich den Film anschauen und dann. Mit Batterie, ne? 63. Ja, kannst du direkt bei Amazon. Aber ich sag mal so. Gib den Dominik auch mal rüber. Der Actor. Moment mal, ja? Was euch nicht aufgefallen ist. Habt ihr mal eigentlich da? Ja, da gehen wir gleich drauf ein. Aha. Ja, da haben, haben wir alles gesehen. Deswegen dachte ich Spoiler. Spoiler. Mit SCA. Also ich sag mal so, der Ecto 1 von Playmobil. Ja, hast du den auch? Habe ich auch. Hm? Der ist natürlich nicht so teuer, hat aber trotzdem Licht. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt teurer gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, die machen dann, Playmobil macht viel mehr Geld. Ja. Ne, als Hasbro jetzt mit dem Ecto 1, weil, ne? Ich persönlich finde es, man sieht es wirklich jetzt im Detail, wie viele Jahre dieser Ecto 1 auf dem Buckel hat. Ja, dafür sieht er noch gut aus. Ja. Also, wie viele Jahre sind es jetzt? 33? Nee, schon mehr. Mehr? Der Film mehr, ist von 84. 59er Modell? Der Wagen ist ein 59er Millimeter. So, also das ist, man merkt ja die Geschichte, die dahinter steckt. Ja. Also,
was der Wagen schon alles hinter sich hat. Der war mal vom Ecto 1, dann zum Ecto 1A und jetzt zum Ecto dann 1 zurück. Wenn man das Videogame guckt, ist es sogar noch der Ecto 1. Ja, vom hat er so eine riesige Falle, so wie so einen riesigen Eimer. Ja, darf ich noch mal kurz? Natürlich. Ja, wir gehen jetzt mal auf das, was der Marco gerade entdeckt hat. Da gibt es so ein paar Sachen zu sehen. Ich finde auch sehr schön, dass der Ecto 1 ein schönes Innenleben hat. Kriegt man das hinten auch? Ja, die geht sehr schwer. Ja, also wie gesagt, hinten im Kofferraum, wenn man den öffnet, ist die kleine Falle drin. Das ist die hier. Man sieht es jetzt halt leider nicht so gut. Aber das ist die kleine Falle. Die rollt auch. Das sieht man jetzt auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Kauft euch so eine. Ansonsten, wir bauen auch eine. Ja, möchtest du mal drauf eingehen, Marco, was du so siehst? Weil du hast ja auch eine Brille und siehst das besser. Wir wiederholen jetzt nochmal. Aha. Dicker Spoiler wird jetzt hier genannt. Naja, so ein Spoiler ist doch auch nicht. Ja, ne? doch. Also was mir halt persönlich aufgefallen ist, man sieht hier hinten, ist es dir auch schon mal gefallen? Es ist die Kiste mit dem Neutrona-Wand. Von Egan Spengler. Und es steht sogar Neutrino-Wand drauf. Ja, also man muss richtig reingucken, aber es fällt halt einem auf. Also es ist halt, entweder wird das im Film wirklich so sein, dass sie den im Ecto 1 finden. Ja. Oder, aber es ist halt nur für das Modell gemacht, das wissen wir nicht, aber es könnte so sein. Ja, und was ist noch drin? Was steht drin? Da ist noch eine Kiste oder so, ne? Für die Trap. Für die Trap? Wo denn? Steht da nicht sowas? Nein. Nee, okay. Da steht RTV hier. Wenn du mal reinguckst, direkt da hinten. RTV? Das weiß ich jetzt nicht wirklich, wo Remote, das sein könnte. Remote Trap Recycle. Ja, ah, okay. Ja. Ja. Also eine mobile Container-Einheit. Genau, eine mobile, ja. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall ist das der Ghostbusters Hasbro Ecto 1 in Dunkel. Und ja, also ich würde sagen, wir vier finden den gut. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Ja. Hab mir den noch dunkler vorgestellt. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn er so ankommt. Wenn er noch eine dunklere Version gibt, dann geht er zurück. Super Paint-Arbeit von Hasbro. Ja. Und ja, der Dominik wird euch den Ecto jetzt nochmal in Detailaufnahmen so ein bisschen zeigen, damit ihr auch ein bisschen mehr davon habt. Auf jeden Fall, ja, Ecto 1, finde ich, wollte ich immer als Kind, ist mit das schönste Auto. Den wollte ich immer als Kind haben und ich finde den Wagen mega. Ich hätte mich gefreut, wenn sowas schon in den 90ern rausgekommen wäre, jetzt außerhalb von Kennerspielzeug, sowas Tolles von, ja, ist einfach mega. Ich finde es cool. Ja, wir machen kurz einen Cut. Der Dominik zeigt euch den Ecto 1 jetzt nochmal detaillierter und dann sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. Ja, hi, hier ist der Dominik von We Are Ghostbusters Germany. Grüße euch. Ich zeige euch jetzt den Ecto 1 aus Ghostbusters Afterlife nochmal im Detail. Also wir haben hier halt die verrosteten Türen. So, ich drehe das gute Stück jetzt mal. Kann man öffnen, wenn ich das irgendwie aufkriege. Vorführeffekt. Moment. Ja, geht auf. Und da sieht man halt das Innenleben. Mit der Falle, die hat jetzt einen eigenen Platz. Ist auch neu. So, dann drehe ich es nochmal. Also ich finde halt wirklich die Türen, sieht wirklich schräg in der Angel aus und gefällt mir richtig gut. Und jetzt drehe ich es halt nochmal. Und hier vorne ist halt, ja, das Schild ist jetzt nicht so filmakkurat, dreckig und kaputt, es ist halt irgendwie neu. Aber gut, das ist, sind so kleine Mängel, über die man hier wegschauen kann. Und wie gesagt, hier drin ist halt die Kiste vom Neutrona-Wand. Mhm. Und ja, die Kiste für die Falle, denke ich mal. Deswegen bin ich gespannt, wie das im Film dann sein wird. Ja, und natürlich das Wichtigste und Neueste an dem Ecto 1 ist natürlich auch hier der Schleudersitz. Ich nenne ihn Schleudersitz. So, hier hinten sehen wir den Proton Pack. Wir können ihn drehen und es ist ja, so ein Geländer für die alten Leute, die sich festhalten können. richtig, genau. Und ja, damit wird dann während der Fahrt sonst wo rumgeschossen. Ja, sieht gut aus. Ja. Ja, den Dachaufbau noch mal ein bisschen können wir. Ja, also es ist halt sehr wirklich ans Original gehalten. Es gibt so kleine Veränderungen, wie zum Beispiel die Leiter ist jetzt auf der anderen Seite. Und hier. Ja, ansonsten
kann ich da eigentlich dazu nicht viel meckern, finde ich. Also es ist ein schönes Modell. Für 60 Euro seid ihr dabei. Finde ich, kann man schon, wenn man es unbedingt haben möchte, kann man das Geld da reinstecken. Also von mir kriegt es definitiv einen Daumen nach oben. Dankeschön. Bitte schön. Ja, hi, hier ist wieder euer Marco von Real Ghostbusters Germany und ich zeige euch heute mal im Vergleich dann von Hot Wheels den Elite Ecto 1, wie der Hasbro im Maßstab 1:18. Ich stelle den jetzt einfach mal hier mit so dahin, damit ihr auch mal ein bisschen den Größenunterschied sehen könnt, der eigentlich fast gar nicht wirklich da ist. Deswegen auch denke ich mal, dass das auch Maßstab 1:18 sein wird. Ja, natürlich, klar, der Unterschied ist, hier ist es noch der frische Ecto 1, ne, von 1984, wie die Jungs ihn eben restauriert haben und so weiter. Was einem hier bei dem Elite auffällt, das ist eben, dass es wirklich Blech ist, Metallteile und so weiter und so fort. Alles sehr hochwertig verarbeitet. Man kann hier auch die Motorhaube öffnen und sieht wirklich eben den Motor, was eben wirklich da alles drunter steckt. Man denkt nochmal an die Szene, wo Dan Aykroyd bzw. Ray auf der Motorhaube lag. Dementsprechend wissen wir auch, wie groß das Schlachtschiff hier eigentlich ist. Wie sehen die beide von vorne aus? Ja, von vorne. Ich drehe die mal beide. Wie gesagt, hier ist er halt, ne, fast über 30 Jahre später. Hier ist er frisch lackiert und so weiter und so fort. Natürlich sieht man auch hier vorne den Grill, dass da noch frischer Chrom ist und auch die Lichter sind halt alle noch sehr sauber verarbeitet. Ja, was man auf jeden Fall zum Beispiel an den Seiten hier sehr gut erkennen kann, was die kleinen Unterschiede sind, diese blauen Schläuche. Und zwar sieht man, dass diese hier tatsächlich in den Ecto 1 reingehen, während beim alten Original Ecto 1 die irgendwo in dem Dachaufbau verschwinden. Ja. Ja. Ansonsten kann man auch hier bei dem Hot Wheels Elite Ecto natürlich die Türen öffnen. Natürlich haben wir jetzt hier, die will heute nicht. Hier kann man sie halt alle noch öffnen. Auch ein sehr schönes Innenleben drinnen, sehr detailgetreu. Also wie beim Hasbro auch. Wie beim Hasbro auch, genau. Ja, und natürlich sieht man auch an der Heckklappe. Wie gesagt, es ist alles frischer. Der Wagen ist ja noch sehr neu. Beziehungsweise er wurde ja restauriert von den Jungs. Und ich versuche gerade auch mal hier die Heckklappe zu öffnen, was natürlich auch sehr gut geht. Hier sieht man eben die feinen kleinen Unterschiede, dass da eben noch die Barre drin ist für die Proton Packs und dass da noch gar nicht der Gedanke an eine, ja, mobile Geisterfalle wirklich da war. Ja. Ja, so alles in allem, um nochmal ein bisschen auf das Thema, oder wir hatten eben in dem Video gesagt, dass der Ecto 1 diese Scheiben nicht so getönt hat. Man kann es vielleicht hier leicht erkennen, dass die Leute von Hot Wheels das versucht haben. Natürlich, denke ich mal, wollten sie es nicht ganz dunkel machen, damit die Leute auch weiter reingucken können. Denn jetzt nur so ein schmaler Schlitz zum Reinsehen, das wäre halt ein bisschen schade. Ja, ansonsten magst du mal beide in die Hand nehmen. Ja, natürlich. Der Gewichtsunterschied ist natürlich da. Sehr enorm. Also hier, ich sag mal, Kilo. Mhm. Ja. Kilometer. Grüße gehen raus an Sascha Rautach. Hier sind schon das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache, aber man sieht eben auch, ich versuche es jetzt mal ganz vorsichtig von unten, dass da sehr viel Detail, ja, Wert drauf gelegt wurde. Natürlich muss ich jetzt dazu sagen, klar, preislich großer Unterschied. Damals hat man diesen Hot Wheels Elite Ecto, den gibt es auch in zwei verschiedenen Ausführungen. Die Elite-Version hat man damals für 130 Euro bekommen. Ist natürlich im Vergleich zu 60 Euro, wo man aber auch einen sehr, sehr geilen Ecto für bekommt. Natürlich eine ganz andere Hausnummer. Allerdings ist auch der Elite heutzutage einfach für Sammler, für Filmautoliebhaber und so weiter, er ist ganz, ganz schwer zu kriegen. Und deswegen haben wir jetzt schon sehr horrende Preise hier bei diesem. Okay. Hallo, hier ist der Daniel von We Are Ghostbusters Germany und ja, ich stelle euch heute mal die günstige Variante vor von Playmobil.
Ja, was gibt es zu dem Playmobil-Modell zu sagen? Es ist im Vergleich ja, 1 zu 24, 21, 23, keine Ahnung. Es ist definitiv kleiner als die Hasbro-Version. Ja, in dem Fall haben wir aber Licht und Sound, wie ihr gerade schon das mitbekommen habt. Von der Verarbeitung her würde ich sagen, ist es, ja, ich würde es sogar ein bisschen hochwertiger einschätzen. Es ist sehr fest, der Kunststoff hier. Hier merkt man schon, es ist ein bisschen dünner ausgearbeitet. Nichtsdestotrotz super verarbeitet. Aber hier haben wir halt das Ganze auf Kinder ausgelegt. Das heißt, es muss robust sein. Die Zielgruppe ist hier, glaube ich, zwischen 3 und 8 Jahre. Bei dem Modell können wir natürlich, wie viele es kennen, das Dach abnehmen, damit wir die Figuren reinsetzen können. Wir haben Platz für 4 Proton Packs, für eine Falle, für 3 oder auch 4 Figuren, je nachdem, ob man Zubehör noch vom Playmobil da reinpackt oder halt nicht. Die Türen können wir nicht öffnen, die Heckklappe ja. Da ist auch eine Falle drin. Dann haben wir ja, das Logo, die Lampen, die Antennen, den klassischen Dachaufbau mit Leiter. Die Schläuche sind hier leicht angedeutet, also es geht nicht tatsächlich bis zu dem Dachaufbau, denn den können wir ja abnehmen. Ansonsten, ja, es wackelt halt alles gerade ein bisschen. ja, viele Details haben wir nicht. Es ist hier alles nur angedeutet. Gummireifen, Vollgummireifen haben wir hier. Im Großen und Ganzen ein schönes Modell. Ich glaube, fast jeder hat das in seiner Sammlung, denn das ist so mit eines der ersten, was rausgekommen ist, was tatsächlich ja, detailreich ist. Also mal abgesehen von der Elite. Zu guten Preisen. Mal abgesehen von der Elite-Version, von, die wir gerade gesehen haben von Marco. Tolles Modell, kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, der Kaufpreis ist momentan zwischen 20 und 30 Euro. Ja. Kann man sich gönnen. Also beide Varianten. Der ist halt zum Vergleich ein bisschen kleiner. Was man vielleicht machen kann, wenn man sich so eine Version hier kauft, eventuell das Soundmodul, das haben wir hier, könnte man ausbauen, vielleicht in dem einbauen. Mal schauen, vielleicht mache ich sowas noch und könnt gespannt sein. Super, vielen Dank. So, da sind wir 4 wieder und ja, jetzt habt ihr noch so ein bisschen etwas über den Playmobil und den Hot Wheels Elite Ecto 1 im Vergleich zu dem Hasbro Afterlife Ecto 1 gesehen. Ja, alles sehr schöne Modelle, die in den letzten Jahren rausbekommen sind. Zuerst war es ja der Hot Wheels, dann der Playmobil, jetzt Hasbro. Ich finde beide alle Modelle schön. Wie gesagt, ne, also der ist wirklich was für die Erwachsenen, für die Sammler. Der ist was für die Fans. Und das ist halt wirklich ein Spielzeug, aber den hat ja auch irgendwie jeder. Ne? Ich glaube, jeder, der dann irgendwann mal durch einen Zufall durch Kaufhof gelaufen ist oder Karstadt oder Schlecker oder sonst was, ne, da hat man den dann mitgenommen. Und egal wie sehr der nach Spielzeug aussieht, er hat halt einfach wirklich Licht, ne, und Sound. Also, er hat Licht. Das macht viel her. Das hat er, ja. Genau. Und ja, wir sind sehr zufrieden. Ja. Ich freue mich, wenn unsere Ektos ankommen. Ich habe mir den zweimal bestellt, einmal zum Auspacken, einmal zum Eingepackt lassen. Und sollen wir einen kleinen Spoiler machen? Was denn für ein Spoiler? Dass demnächst noch ein Ecto rauskommen wird. Welcher denn? Die Neuauflage des alten Kenner Ecto 1. Ja. Den wir alle als Kinder hatten. Ja, nicht jeder hatte ihn, aber die Kinder, die Fans. Ja, Fans, genau. Ja, es kommt ein neuer Ghostbusters Ecto 1 raus aus den 80ern, Ende 80ern, Anfang 90er. Von der Serie The Real Ghostbusters. Eine Kenner Classic. Hasbro macht mal wieder eine Neuauflage. Und da freuen wir uns auch drauf. Ja, haben wir auch schon vorbestellt. Wir machen auch wieder einen Vergleich von neu zu alt. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Kommen noch 2 Geister dazu. Und ja, haben wir alles schon vorbestellt. Und wir freuen uns sehr. Ja, Dominik. Ja. Ansonsten, wie fing das bei dir so ein bisschen mit Ghostbusters an? Nur mal grob, wir wären natürlich schon eine richtige
Mitgliedsvorstellung machen. Ich muss mal eben diese Feineinstellung hier machen, ja. Weil vielleicht kannst du kurz Aktivitäten ticken. Bei den Gehirnströmen hier, aber naja, das passt schon besser. Ja, wie ist das bei dir mit Ghostbusters gekommen? Ich glaube, wie bei jedem von uns, hat den Film mit meinem Vater gesehen. Mhm. Mein Vater war halt immer so sehr, da war immer wichtig, so 80er Jahre Filme zu sehen. Und Film gesehen und dann siehst du den Film und dann willst du als Kind haben, Proton Pack, möchte jedes Kind haben. Ja. Und man sieht den Film zum ersten Mal und da fällt einem noch nicht so auf, wie clever der eigentlich ist von den Dialogen her und so. Eigentlich wirklich nur allein mit Merchandise, wegen der Zeichentrickserie vor allen Dingen. Ja, The Real Ghostbusters hat auch viele Kinder geguckt, Sat.1 und wo das überall lief. Ne? Ja, den ersten Film, den ich gesehen habe, war Ghostbusters 2. Den ersten? Ja. War bei mir genauso. Ja. Ja. Und so schlecht wie viele den finden, oder das heißt schlecht nicht so gut wie den ersten, gebe ich zu, ja. Aber er hat mich halt da so reingeführt. Ne? Bin ich dem Film sehr dankbar und für mich sind Ghostbusters 1 und 2 wie Bruder und Schwester. Ja. Die gehören beide zusammen. Finde ich auch. Ich finde Ghostbusters 2 auch irgendwie nicht schlechter oder so. Ne? Er ist skurriler zum Teil, so manche Figuren sind ein bisschen überspitzt her. Ja, es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eher eine Geisterkomödie. Ja. Als Teil 1. Ich fand Teil 1 immer ein bisschen gruseliger, ne? Die Szene mit Dana auf der Couch oder auch die Terror-Dogs, wie die zu Leben erwecken. Und obwohl, weiß man nicht, ne? Also ich sag nur, ich erinnere an die Szene im Tunnel mit den Köpfen. Ja, das war auch eine gute Szene. Die Szene ist von beiden aber da war auch schon, der Derbsten, die es gibt. Ja, also. Da war aber auch schon wieder ein bisschen mit, ne, Winston hatte die ganze Zeit Angst, wann holen wir die Päckchen und hört auf mit den Kakerlaken und den Ratten und allem. Und das war schon auch schon wieder auf lustig gemacht, aber cool. Ja. Aber ne, ich finde Ghostbusters, viele haben, das ist mir wirklich halt auch aufgefallen, viele haben mit Ghostbusters 2 angefangen. Ja. Und ja, ich finde beide Filme auch sehr gut. Ja, wie kamst du auf die Idee, dann irgendwann mit Cosplay anzufangen? Also, was hat dich dazu geritten? Ja, das war jetzt eigentlich die Corona-Zeit. Mhm. So, Corona geht uns mit alle an, ihr wisst es. Es passiert im Moment nicht viel, so, also für uns alle privat ein bisschen schwierig. Und ich brauchte halt irgendetwas, was mich in meinem Leben entspannt ist. Irgendwas Neues, irgendwas Aufregendes. Und ich habe euch ja eh schon oft getroffen, gesehen zumindest auf den Conventions. Und ich gesagt so, wenn Cosplay, dann werde ich ein Ghostbuster eines Tages. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ja, sehr gut. Und ihr alle habt mich da so reingeführt. Und jetzt bin ich hier. Mit dem Helm auf dem Kopf. Ja, mit gefangen, ne? Ja. Wir müssen ja auch erstmal einige gewisse Tests mit dir machen. Also wir werden auch gleich noch einen Teil... Teil von deiner Gehirnprobe entnehmen, ne? Also, ja, die werden wir dann auch essen, ne? Kriegt ihr. Ja. Ja. Dominik, den habt ihr jetzt kennengelernt. Das nächste Mal, glaube ich, werdet ihr den Dominik wahrscheinlich in einem Stream von uns sehen oder in einem kommenden Video oder mit viel Glück auf einer Convention. Das wollen wir hoffen. Der Dominik ist Teil unserer Gruppe und er hat jetzt soweit alles zusammen. Du hast ein PKE, Ich habe die Ecto-Goggle, ich habe die Falle. Ja. Den Suit. Ja, also der hat die Uniform komplett. Ja. Der Dominik hat sich überlegt, so, okay, ich mix die Uniform. Er hat halt eine dunkelblaue Uniform von GB Fans bestellt, hat aber ein Ghostbusters 1 Patch, also das normale No-Ghost-Logo draufgenäht, hat auch einen grünen Schlauch dran, gelben Schlauch dran. Und Elbow-Pads. Was viele Ghostbusters-Cosplayer sich nie gönnen, sind die Elbow-Pads. Daran scheitert es oft. Holt euch die Elbow-Pads. Ja. Einfach mal einen sauren Apfel beißen und dann Fufi dafür bezahlen. Ist halt leider so. Ich muss dazu sagen, also ich persönlich habe immer nie verstanden, warum ausgerechnet immer dunkler Anzug, Ghostbusters 2-Logo. Ich meine, das Hauptlogo ist das No-Ghost-Logo. Ja. So, und klar, wenn man es filmakkurat haben möchte, nimmt man Ghostbusters 2-Logo. Aber ich denke mir, das ist das Hauptlogo und das gilt für beide Filme. Yes. Und es ist nirgendwo vorgeschrieben, wie man sich zu kleiden hat oder so. Richtig. Jeder kann ja sich, es ist ja Cosplay, es ist ja Kreativität und jeder soll sich so einbringen können, wie er möchte. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, einen blauen Uniform hast und ein normales No-Ghost-Logo und mit oder ohne Schlauch oder so, das ist kein Problem. Du bist trotzdem, du liebst die Filme, du magst die Filme, du bist Fan. Und das ist das Wichtigste. Am Ende geht es um den Spaß. Ja. Genau. Fun Fact auch noch. Ich habe am Anfang noch, das habe ich auch zu dir geschrieben, ich habe gedacht, die Anzüge sind dunkelblau. Ja. So, wegen Filmfarbe erkennt man das nicht so richtig.
Dann hast du mich dazu gebracht, nee, die sind dunkelgrau. Die sind halt grau, der Marco aus unserer Gruppe, den kennt ihr auch, das ist der Marco Stupi. Der hat damals Stoffproben überall geguckt, wo, wie, was, welche Farbe ist die beste. Und dann hat er halt den Stoff gefunden und hat sich diese Uniform maßschneidern lassen. Und der Marco hat die auch ab und zu mal an. Ne? Man muss halt wirklich sagen, dass die dunklen Uniformen halt nicht so bekannt sind wie die typischen Khaki-Farbenen, wie hier auf der Seite. Ich weiß auch, ob man es jetzt sieht, aber müsste man. Die sind halt bekannt. Der Uwe von Ghostbusters Deutschland, Grüße an ihn, der hat da auch oft so eine dunkle Uniform an, also eine schwarze, und hat dann immer gesagt so, ja, wenn Leute Fotos machen wollten, dann haben die mich immer gefragt, komm, machen Sie mal das Foto, weil die meistens gar nicht dachten, ich bin Ghostbuster oder der ist der Einzige, der eine dunkle Uniform an hat, aber... Der hat nichts zu sagen. Ja, so ungefähr, aber... Ich finde die dunkle auch toll und wahrscheinlich irgendwann werde ich mir auch mal eine, ne, kann die Kira und sicher eine maßschneidern. Und ansonsten finde ich gut, dass du bei uns bist. Ja. Und wir kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Finde ich auch geil, dass mit dem Ecto, dass wir den jetzt gleich kaputt schlagen dürfen. So. Das ist Test-Dummy. Dein Modell, ne? Ja, hier hast du den. Also Dankeschön. Dankeschön. Ja. Ja, und der ist jetzt zwar nicht so viel wert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben euch noch ein bisschen was über den Ecto 1 erzählt. Die Folge ging ein bisschen länger. Wir machen ab und zu auch Facebook-Streams und wir wollen auch wahrscheinlich auch mal auf YouTube online gehen. Vielleicht kommt auch irgendwann ein Twitch-Kanal. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, wir sind bei TikTok, haben die 10.000 erreicht an Likes. Und mal gucken, wo die Wege überall hinführen. Schaut immer vorbei, schenkt uns ein Like, ein Follow, ein Gefällt mir. 100.000 Euro. Wir haben aktuell We Are Ghostbusters Germany Patches bestellt. Die werden bald wieder verfügbar sein. Wir hatten schon mal vor einem Jahr welche bestellt. Da waren 80 Stück. Innerhalb von 3 Wochen waren die weg. Wir haben jetzt nochmal 100 Stück bestellt. Wer ein We Are Ghostbusters Germany Patch möchte, einfach anschreiben. Die sind auch nicht zu teuer. Wenn du ein Ghostbuster-Fan bist, ein Ghostbuster aus Deutschland, dann gönn dir diesen Patch. Und ob du Cosplay machst oder nicht, schreib uns an. Bei uns darf jeder mitmachen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten bei einer neuen Folge von Call the Professionals Spook Central Germany. Daniel, dein Ding. Call the Professionals of Spook Central.